Servus Christi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Direwolf 20 mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so vor uns hinleben und machen und tun. Und ja, ich schaue hier gerade so zu meinem Fenster raus, mal F1 wieder an und denke mir irgendwie, der Block da hinten ist hässlich. Ich glaube, den werde ich als erstes mal abbauen und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Also der Umzug ist vollbracht, komplett. Genau, hier die ganzen Kisten drin, ne, das haben wir, glaube ich, letzte Folge noch gesehen gehabt. Und hier mein Schirmständer, nein, also der Obelisk für die, ja, sag schon, für die Experience. Und im Keller unten habe ich die Schmelze reingebaut hier, genau, schön in die Wand. Und halt hier mal die Actually Additions hin und da die Ender-IO-Maschinen. Ja, ich muss da überlegen, genau wie ich den dann genau gestalten werde und so. Irgendwo kommt hier unten auch noch der ganze Speicher rein, dass die Kisten oben wegkommen. Und ich habe das Pack abgedatet jetzt mal auf die Version 1.2.1. Das ist noch Beta eigentlich, aber ups, wir haben einen neuen Mod drinnen, nämlich Pams Harvestkraft. Ganz viel Essen, ganz lecker viel Essen und man sieht auch, was das bringt. Und seitdem Pams drin ist, sieht man auch, dass Brot zum Beispiel 2,5 Keulen bringt, ne? Genau, und dann, ja, was sonst? Also ich werde erstmal den Klotz hier abbauen. Mal schauen, was wir an Enderperlen drin haben. Oh, 16 plus 11, wow. Ich glaube, ich werde mir dann von den Storage Drawers doch so Kies basteln, dass man hier dann sieht, was da genau drinnen ist und so. Und vielleicht verlegen wir auch die ganze Farm noch irgendwie dahinter. Ich bin noch etwas unentschlossen. Hier ist alles leer. wie ich es genau mache, aber ich glaube, den hässlichen Klotz bauen wir als erstes ab, weil der stört in der Aussicht. Jo, und wenn ich, bis ich dann genau weiß, was ich mache und das Ding hier abgebaut habe, ja, dann seid's wieder mit dabei. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen entschieden. Ich bin hier im Keller, ne? Ich will es ein bisschen mit Immersive Engineering auch gleich anfangen, deswegen brauche ich hier mal so einen Coke-Ofen. Und was ich hier für ein Buch habe, das ist dieses Energies Manual, das ist ganz einfach zu bauen, hier mit einem Buch und einem Block. Und da muss ich immer wieder reingucken, weil ich kriege das auswendig ja nicht mehr auf die Reihe. Ich brauche Sandstone, den habe ich schon mal gemacht. Ich habe hier mal wieder Kies hier durch die Sackmill geschossen und habe hier schon mal Sandstone gebastelt. Das habe ich auch da drüben schon mal alles vorbereitet. Habe hier mal Lehm durch die Smeltery gejagt, damit ich Bricks kriege, also Ziegelsteine, damit ich hier die Coke-Ofenteile bauen kann. So, und da brauche ich 27 Stück davon, eigentlich nur. Und die müssen wir laut dem Buch in einer 3x3x3 Cube aufbauen, also einen Würfel mit... Ach, ich brauche den Engineer's Hammer auch noch. Okay, muss ich noch mal kurz rauf. Lalalala. Klar, ich brauche den Engineer's Hammer. Ah. I'm always so good prepared, ha? Huh? So, das sollte aber kein Thema sein. Zwei Eisen, ein String und ein bisschen... Warum kann denn der eigentlich das nicht mehr aus der Kiste rausholen plötzlich? Sehr merkwürdig. Zwei Eisen, ein String und... Peng, da hammern. Hammer, yay. Ich habe beim Buchbau auch schon ein Achievement bekommen. RTFM. Was immer das ist, heißen mag, egal. So, wir bauen hier im Keller. Tja, wo bauen wir es denn hin? Ach, hier neben die Schmelzerei passt das, glaube ich, ganz gut hin. Das bauen wir auch in die Wand, das Ding. Schön, dass wir unseren Hammer haben. Da in die Ecke bauen wir es rein. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ja, nein, ich kann es nicht liegen lassen. Ich kann es nicht liegen lassen, wenn ich sehe, ich kann es nicht liegen lassen. Sorry. Aber es sind Ressourcen. Ne? So, da ist nichts, passt. Tun wir da mal wieder einen Cobblestone reinschmeißen, damit wir da nicht irgendein Monster gespawnt kriegen. So, passt. Ach komm, hier auch. Ich habe Eisen im Keller. Super. Und ich möchte mit Immersive Engineering Energie erzeugen. Ich möchte natürlich auch mit Actually Additions Energie erzeugen. Ja, genau.
Ach komm, füllen wir es auf, was soll's. So. Also, wie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das, glaube ich, ist einfach ein Cube, der geschlossen sein muss. Ich habe jetzt nichts gelesen, dass der innen hohl sein muss. Upsa. Werden wir gleich sehen, ob es funktioniert. So, das ist jetzt einfach mal hier noch nichts. Und jetzt Rechtsklick, Buff. Coke Oven. Cool, ne? We have a Coke Oven. Was machen wir mit dem? Gute Frage. Gut, dass du fragst, was wir mit dem machen. Wir tun jetzt erstmal ein bisschen Zeug weg. Marble tun wir woanders rein. Tun wir das da noch dazu. Den Sand und den Sandstein. Viel zu viel gemacht. Marble, passt du hier noch rein? Ja. Ah, Kohle. Ich brauche Kohle. Wo habe ich denn wieder Kohle? Da nehmen wir mal ein Stack voll Kohle und gehen wieder runter. Und ich brauche jetzt dann bald ein Speichersystem, wo ich von überall drauf zugreifen kann, weil diese Hin- und Herlauferei ist ja auch ganz schön. So, wenn wir da jetzt rechts drauf klicken, haben wir hier diese lustige GUI. Da tun wir Kohle rein. Der macht Coke Coal draus. Das war das, was der eine Villager da schon mal gebraucht hat. Und hier kommt Creosote Oil rein oder so ähnlich. Und das brauchen wir hier, damit wir von Immersive Engineering nette kleine Sachen bauen können, wie zum Beispiel so eine Watermill. Da brauchen wir nämlich so Treated Sticks und Treated Wood. Und Treated Wood kriegt man. Moment. Komm. Normalerweise. Achso, das sind schon die Wood Planks. Treated Wood Planks. Es zeigt es mir wenig an, aber auf jeden Fall musst du Holz außenrum und in der Mitte ein Creosote Oil reintun und dann war es das eigentlich. Warum zeigt er mir das jetzt mal wieder nicht an? Treated Wood. Planks, 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 Slabs, Sticks, tralala. Ah, jetzt da zeigt das. Okay, hier also ein Creosote Oil. In die Mitte und außenrum Dings, dann gibt es hier Treated Wood Planks und da können wir dann das Bauen anfangen. Das brutzelt jetzt eine ganze Weile vor sich hin. Können wir wieder gehen. Ist langweilig. Ach, es ist schon wieder Nacht, sau langweilig. Und dann bin ich am Überlegen, was wir für ein Speichersystem bauen. Also es braucht natürlich auch alles Strom, ne? Das ist eh klar. Ohne Strom läuft hier nichts. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben drauf Applied Energistic. Das ist ein relativ kompliziertes Ding, wo man beim Netzwerkbauen aufpassen muss mit Channels. Das macht eigentlich richtig, richtig Spaß. Da brauchen wir ein paar Sachen dazu, die wir noch gar nicht haben. Und wir haben Refined Storage. Das ist das alte ME-System nachgebaut, wieder in neu. Das ist einfacher, aber halt auch ja, anders. Wir könnten mit dem anfangen, später auf Applied Energistic umwechseln. Wir können aber auch, jetzt gehe ich mal kurz raus, weil sonst die Karte es mir nicht richtig anzeigt, mit Applied Energistic beginnen, weil wir haben zumindest mal, jetzt komm, beweg dich. Mein Gott, jetzt beweg dich. Wir haben ja auf unseren Wanderschaften hier einen Kometeneinschlag, den wir für Applied Energistic brauchen, und hier einen. Die zwei würde ich jetzt gerne mal besuchen gehen. Und einfach mal schauen, ob da schon die nötigen Sachen alle da sind, die wir brauchen. Ansonsten fangen wir mit Refined Storage an. Das ist nämlich einfacher. Dann und wir haben auf jeden Fall dann ein Speichersystem, mit dem wir was tun können. Also während der da unten jetzt am Kochen ist, ich kann noch mal kurz gucken, ob ich mein Haus gejunkloadet habe. So, ich habe hier Claim Chunks. Ach ja, das ist genau, habe ich das eigentlich schon mal erklärt das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ich kann hier Chunks claimen, mit Rechtsklick kann ich es wegmachen, mit Linksklick kann ich es claimen und mit Shift-Linksklick kann ich es chunkloaden. Damit bleiben diese Chunks hier immer geladen, auch wenn ich nicht in der Nähe bin, was recht praktisch ist. Witzigerweise bleiben die auch geladen, wenn ich mich vom Server wieder entferne. Jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, wie er das dann wieder macht, aber auf jeden Fall, wenn ich meinen Server laufen lasse, arbeitet es da hinten auf jeden Fall mal brav weiter. Und ja, ich habe die Monsterfarm weggebaut, ne? Die hat mich gestört. Da habe ich ja gesagt, dass ich mache. Und da wollte ich irgendwann noch so Schlüssel... Ach, das machen wir jetzt noch schnell, komm. Damit man auf einen Blick sieht, was da drinnen ist. Hopsa! So.
Das war Storage Drawer. Da gibt es so Schlüssel, mit dem kann man das Ding locken. Das heißt, da passt nur noch das rein, was drinnen ist. Und mit dem kann man. Jetzt muss ich mal schauen, war das der Quantify Key? Genau den will ich haben. Der braucht einen Book, einen Quill, ehrlich. Und ich brauche plötzlich alles in der Tasche. Der nimmt es nicht mehr von den. Da ist ein Update rein, der macht es nicht mehr so. Strange. Also ein Buch. Einmal schwarz und eine Feder. Feder haben wir da hinten. Ach, freue ich mich schon, wenn ich dieses Speichersystem habe. Da kann man dann alles viel schöner, besser, schneller machen. So, was war das noch? Ach, ich brauche den normalen Drawer Key sowieso. Das heißt, ich brauche so ein Upgrade-Teil und ich brauche dafür einen Half-Drawer oder einen Drawer. Irgendeinen Drawer. Nein, das Rubberwood möchte ich nicht nehmen. Ach, ich habe auch kein Holz mehr. Holz. Nein. Nein. Da habe ich doch einen Haufen Holz. Da kommen wir, nehmen gleich das hier raus. Mal schnell eine Kiste gebastelt. Wie war es jetzt? Gott, ich und mein Hirn. Und dann einfach Sticks. Nein, ich brauche den Drawer. Das sind zwei Kisten. Ich könnte eigentlich, warte mal, ich mach den mit vier Kisten. Was mache ich hier eigentlich? So. Dann gibt es hier das Kreuz. Und die vier Kisten. Wir haben so ein Basic Drawer. Aus einem von denen machen wir jetzt mit Sticks. Haben wir auch nicht mehr. Super. Da kriegst du wieder einen ganzen Schwung voll. Ein Drawer und die Sticks außenrum war das, ne? Gibt so ein Update. Genau, sehr gut. So, und jetzt brauche ich diesen Key. Zwei Gold und ein Goldnugget dazu. Das hier rein. Ein Goldnugget. Und zwei Gold. Haben wir den Schlüssel. Dann machen wir gleich einen zweiten Schlüssel. Den können wir nämlich so oder so brauchen. Und aus dem einen Schlüssel machen wir mit dem hier einen Quantify Key. Genau, so. Weil Storage Drawer sind nicht out of order, wenn wir mit einem neuen Speichersystem kommen, sondern da kommen wir die großen Sachen alle rein. So, mit dem hier kann ich sperren. So, das heißt, da darf nur noch das hier rein. Und wenn ich das jetzt rausnehme, das Zeug, was da drin ist, ne, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch ganz viele Äpfel drin. Machen wir es mit den Enderperlen mal kurz. Shift. So, es ist der leer. Ne? Null drin, aber immer noch Enderperle. Das heißt, hier kann nichts anderes rein, außer Enderperlen. So. Und der hier ist dafür da, dass man sieht, wie viel drin ist. Mal gleich auf einen Blick. 63 Enderperlen. Wir müssen das nicht beschleunigen, glaube ich. Nö. Das läuft auch so gut. Das läuft so richtig gut. Mein Gott, könnt ihr euch noch erinnern, wie ich rumgeheult habe? Ja, ich habe keine Enderperlen. Ja, die Zeiten sind vorbei. Lalala, ich bin happy. Da können wir nämlich richtig coole Sachen dann auch bauen. So, den Flint mal schnell weg. Wo tun wir denn den wieder rein? Haben wir schon irgendwo Flint in der Kiste? Also ich muss hier mit den Kisten langsam echt schauen. Wir haben keinen Flint in der Kiste. Doch da. Dass wir da mal endlich irgendwie... Ich könnte noch so einen großen Drawer bauen. Für einen Cobblestone. Das habe ich, die Basic Drawer, die kleinen. Die brauchen wir schon auch noch. Die nagel ich jetzt mal an die Wand. So, 1, 2, 3. Für die kleinen Sachen. Und noch einen großen für den ganzen Cobblestone. Ach, das machen wir nachher. Ich habe jetzt da keine Lust drauf. So.
aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nein, aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder so ähnlich. Also ich gehe jetzt mal kurz auf Wanderschaft. Zu welchem gehe ich denn zuerst? Zu dem da unten. Und dann treffen wir uns wieder, wenn ich hier bei dem Kometeneinschlag bin, für Applied Energistic. Es wird eh gleich wieder Nacht. Also ich warte noch schnell ab, bis es Nacht geworden ist, bis es wieder Tag wird. Das gehe ich noch kurz schlafen und wir treffen uns dann da hinten bei dem Kometeneinschlag. Und dann zeige ich euch das auch gleich mal, was das eigentlich soll. Genau. So, da ist der Kometeneinschlag. Solche Dinge gibt es übrigens auch unterirdisch. Und das ist dieser Skystone und der ist ziemlich schwer abzubauen. Und normalerweise ist es immer so ein 1, 2, 3, 4, 5 auf 5. Und dann muss man einfach nur in der Mitte nach unten graben. Muss man hier gar nicht. Schau mal, da ist schon die Kiste da. Und da gibt es diese Inscriber-Teile. Inscriber, Calculation Press und Engineering Press. Da gibt es 4 Stück davon. Skystone, den brauche ich gar nicht. Guten Tag, Herr Creeper. Vielen Dank, dass du mir da runtergeholfen hast. Aber auch du bist nicht stark genug, um das Zeug wegzusprengen. Also das war jetzt gerade easy. Normalerweise muss man sich da schon ein bisschen reingraben. Na gut, dann laufe ich jetzt zu dem Richtung Dorf. Und dann gucken wir mal, wie es da ausschaut. Und wenn wir alle 4 Teile haben, habe ich Glück gehabt. Weil es gibt 4 verschiedene Gussformen, Pressformen. Ah, nehmen wir mit. Genau. Also ich laufe jetzt mal zum anderen. Dann sehen wir uns halt da. Das war jetzt einfach viel zu einfach. Na, der schaut schon ein bisschen schwieriger aus zum Besteigen als der andere, ne? Der hat hier ein richtig cooles Loch reingehauen. Na gut, schauen wir mal runter. Oh, Kupfer. Gut, nehmen wir nachher mit. Ja, sehr schön, sehr schön. Also in der Mitte von dem Ding ist normalerweise immer die Kiste. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oder 11, 11 wahrscheinlich. 11. Also 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen da mal irgendwie schauen, dass wir besser reinkommen. Oh, Zertusquarz. Zertusquarz. Zertusquarz braucht man natürlich auch für Applied Energistic. Ah, wo ist es da, die Mitte von dem blöden Ding eigentlich? Ich glaube, ich gehe genau von oben, ist es einfacher. Das ist vielleicht ein fetter Klotz. Ja, von oben ist es, glaube ich, echt einfacher. Wenn wir irgendwie hinaufkommen, ne? Steine habe ich keine dabei. Da brauchen wir ein paar Steine. Doch, Bauxit nehmen wir auch mit. So ist es ja nicht. Ja, ich weiß. Ich will da oben rauf, gell? Und jetzt fange ich hier schon wieder an rumzugraben. Nee. Ich muss ja irgendwie hochkommen. Hilft dir alles nix. So, wie viel haben wir? 16. Reicht doch, oder? Da kommen noch 2 oder 3. So. Gehen wir mal rauf. Und das ist hier ein zerfrieseltes Ding hier. Das ist ja verrückt. So, die Mitte von dem ganzen Gedöns. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echt? Könnte hier sein. Na, dann graben wir uns da mal runter. Und schauen wir mal, ob wir denn die Kiste finden hier. Oder oh, da ist sie schon. Inscriber Logic. Inscriber. Ja, jetzt haben wir eine zu wenig. Okay. Dann fangen wir doch erst mit dem anderen an, weil wir brauchen 4 Teile. Upsa. So, danke. Ich will ja nur wieder rauf. Die brauche ich auch nicht. So. Okay. Das haben wir aber trotzdem ganz gut hingebracht. Dann müssen wir mal irgendwann noch den letzten suchen gehen. Und das könnte lustig werden, weil ich müsste theoretisch hier das ganze Skystone abbauen. Es gibt einen Magneten, den kann man bauen. Oder einen Kompass, besser gesagt. Den man bauen kann, der einen dann zu diesen Kometen dahin führt. Wo man dann das Zeug findet. Jo, den müssen wir dann wohl bauen. Das Problem ist nur, dass der mich eventuell zu den einen von den beiden Teilen hier führen könnte. Aber egal.
So, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass in der Zeit das Creoset Oil soweit fertig ist, dass wir damit dann, dass wir ein bisschen Immersive Engineering anfangen können. Jo, und ich laufe jetzt mal wieder zurück. Habe ich Pink schon? Ich bin mir nicht sicher. Mir geht noch irgendwie ein oder zwei Farben gehen wir noch ab. Habe ich dich jetzt... Ach, ich wollte dich mit der Schere... Ah ja, warum hole ich die Schere eigentlich raus? Ich hielt. Okay, also ich bin mal auf dem Weg nach Hause. Ey. Falls ich da jemals ankomme. Und jo, wir sehen uns dann da wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Gut zu Hause angekommen. Ja, fast. Ich habe noch ein bisschen mit dem Skelett rumgebastelt. Ich baue hier gerade noch einen Fluid Tank. Weil ich war doch gerade schnell im Keller unten und habe festgestellt, hier unser guter Kalkofen kann nicht mehr arbeiten, weil das Creoset Oil schon komplett voll ist. Das heißt, das packt man hier in diesen Fluid Tank rein. Das sollte funktionieren, wenn wir sagen, du von da pullen. Genau, so. Das heißt, wir ziehen hier das Creoset Oil raus, er kann weiterarbeiten. Macht uns Coke Coal, die verbrennt länger als so normale Kohle, ne? Die braucht, kann doppelt so lang brennen, also kommt doppelt so viel Zeug raus. So gesehen ist halt ein ziemlich langsamer Prozess, dass es zu Coke Coal wird, aber passt schon. So, und wir haben hier Creoset Oil, das wir dann auch benutzen können. Das hätte ich gleich in Eimer mitnehmen können. Könnte man was essen. Ich habe noch eine Kleinigkeit gemacht, wo ich jetzt heimkommen bin gerade. Hier mal meine Botanierblumen hier rein und mir fehlen noch zwei Blumen. Das ist einmal Lime und einmal Purple. Genau. Die muss ich noch finden, dann habe ich da alle Farben beieinander. Wir werden wahrscheinlich mal über den Weg laufen. So, ich wollte einen Eimer. Ich wollte einen Eimer. Wo ist der Eimer? Kein Eimer da. Da war ich schon reingeschaut, ne? Genau. Ich könnte auch solche Glasbottles nehmen. Das tut genauso. Das ist fast cooler. Also ich glaube, dass es geht. Klonk, 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 klonk. So. Gut. Die hat gerade irgendwie so halb voll ausgeschaut. Nur deswegen, ich war gerade etwas verwirrt. So, und dann nehmen wir hier mal ein bisschen so von dem Holz. Ja. Okay. Ach, das kannst du schon noch, oder? Du kannst es nur nicht mehr da rausholen, du. Irgendwie ist der Jay anders. Ich weiß nicht warum, dass der das nicht mehr aus der Kiste holen kann. Das, naja, egal. Egal, egal, egal. Ich habe hier noch ein Ding. Wo habe ich denn den schon wieder her? Ein Marble. Und ich habe jetzt hier die drei dahin, ne? Hier sind sie. Und mal ein bisschen Zeug da rein, um diese Kiste hier oben ein bisschen leer zu kriegen. Und ich habe so viele Bücher, da brauche ich mir jetzt auch noch was. Da brauche ich ein... Wie heißt es? Tome heißt es. Da brauche ich aber, glaube ich... Das hier, da kann man nämlich... Akashic Tome, auch von Watzki. Ein Buch und ein Bookshelf. Okay, sollte machbar sein. Ich habe genug da. So, da kann man nämlich dann die ganzen Bücher angeblich alle reintun. Okay, und wie mache ich das? Ach, ich glaube, indem ich das da reintue. Und dann ist da das Immersive Engineering Buch drinnen. Sehr gut. Und dann holen wir noch das hier raus und das hier raus und das hier raus. Und das hier. So. Kann ich da auch beide reintun? Cool, ich kann auch beide reintun. Und das hier noch. Haben wir noch eins. So, jetzt haben wir nämlich alle Bücher in einem Buch. Das ist ja mehr als praktisch. Und da kann ich es mir jetzt aussuchen, welches ich nehmen will zum Lesen. Und dann ist es da heraus und ich kann es lesen. Ach nee, das ist jetzt... okay. Und jetzt Shift.
Steuerung. Es hat sich das verwandelt in das hier. Wie kriege ich denn das wieder zurück? Da rein? Nein. Jetzt bin ich gerade überfragt. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall das Materials in U. Ich glaube, ich muss es nochmal nachlesen. Das ist auf jeden Fall, sind die anderen auch noch alle da und das würde ich aber doch ganz gerne. Oder muss ich das einfach nur da rein? Nee. Alt? Nein. Shift? Nein. Ja, jetzt bin ich mal wieder. Ich bin so ein Held. Okay, aber das ist nicht das, was ich wollte. Muss ich nochmal nachlesen. Also irgendwie, ja, habe ich jetzt das Buch da drin und das kriege ich nicht mehr raus. Die anderen, die sind da schon noch da, ne? Steht ja auch da. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das rauskriege. Naja, egal, das kriegen wir auch raus. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal alle Bücher in einem Buch. Super. Und genau die, die ich jetzt lesen wollte, habe ich da nicht, weil ich es wieder gut hergezeigt habe. So, ich habe hier... Ich brauche das andere nicht. Mit was wollen wir eigentlich anfangen bei Immersive Engineering? Ich glaube mal mit so einer Watermill. Das macht, glaube ich, Sinn. So machen wir das dicke, große Ding hier wieder aus. Mit so einem Watermill. Oder brauche ich Steel Ingots? Ei, guckst du. Und Steel Ingots kriegen wir durch Steel Dust. Und den kriegen wir... hallo. Also das ist albern. Alloy Smelter, Steel Grid. Moment mal, Steel Grid kriege ich aber, indem ich... Jetzt will ich das verkackt eiern, das muss doch irgendwie gehen. Nein, das war mal... Ah, sag mal. Ich bin... So, wir wollen ein Steel Ingot, ne? Irgendein Steel Ingot. Und wie kriege ich das? Das kriege ich, indem ich hier Steel Grid zum Beispiel. Indem ich Iron in den Ofen schmeiße, in einem Blast Furnace. Okay, das ist aber heftig. Das muss doch noch anders machbar sein. Steel. Steel it. So, mal gucken. Hier Steel Dust. Nee, das ist was anderes. Obwohl... Die grinden das alle, das ist doch blöd. Steel Grid, kriege ich das auch nicht? Doch, in der. Ja, aber nur indem ich Steel wieder zersäge. Du willst mir das erzählen, die einzige Möglichkeit, Steel zu kriegen, ist, dass ich den Blast Furnace baue. Wow. Und da brauche ich die Blast Bricks und die sind teuer. Okay. Das ist wahrscheinlich eine 3x3 Geschichte. Was habe ich denn da noch? Was ist denn das? Blast Furnace Preheater. Ach du, ja, der schaut ja dann richtig cool aus. Den müssen wir mal fast draußen hinstellen, weil das so richtig geil wird. Ja. Ich könnte auch so ein Blast Furnace hier machen. Aber da brauche ich zwei. Also Blaze Powder, wie viel Blaze Rods habe ich denn eigentlich noch? Da muss ich dann, glaube ich, vorbereiten gehen. Wo ist es denn? Ich habe noch zwei Blaze Powder. Damit komme ich nicht sehr weit. Und Blaze Rods? Gar keine. Nö, keine Blaze Rods. Ja, das heißt, ich muss in Nether gehen. Okay, das mache ich aber dann mal zwischen der und der nächsten Folge. In den Nether gehen. Ein paar Blazes klopfen. Gleich mal rausfinden, wie man dieses Buch dann wieder entbucht. wo habe ich es denn jetzt hin? Hier. Damit ich da das Zeug wieder rauskriege, weil irgendwie, tja, sämtliche Tasten, die ich so kenne in Minecraft. Achso, vielleicht könnte man noch ganz kurz gucken. In den Controls, gibt es da für das Ding was? Nee, schaut nicht so aus, ne? Nein.
Unter A stand nichts und unter T steht auch nichts. Na okay. Kriege ich raus, finde ich raus. In der nächsten Folge kann ich es euch dann erzählen. Die ist es, glaube ich, eh schon ziemlich am Ende. Momentan müssen wir ein bisschen warten. Ich muss, wie gesagt, in Nether gehen, ein bisschen Blazes klopfen, damit wir den Blast Furnace machen können, damit wir Steel kriegen. Steel, ne? Das ist doch echt... Was ist mit der Windmill? Ist die einfacher? Ich glaube, ich fange es dann gleich mit der... Ja, die Improved braucht auch einen Steel. Und die hier braucht ein Eisen, aber wenn, dann wollen wir gleich Improved machen. Okidoki. Und Steel gibt es keine Möglichkeit. Gibt es keine Möglichkeit, nein. Das ist schon witzig. Außer im Blast Furnace, ne? Die Blast Furnace, die können's. Aber nur die könnten auch den Blast Furnace von Industrial Kraft. Ne, das ist das immer. Ne, da müssten wir zu tief erst mit einsteigen. Machen wir den von Immersive Engineering, machen wir da den Blast Furnace. Und da machen wir dann den Steel draus und dann passt es. Das heißt, ich gehe in den Nether, klopfe ein paar Blazes. Vielleicht fange ich mir auch eine ein. Moment mal. Ne, wie heißt denn das? Weil. Doch, das hier, oder? Soul Weil. Wie mache ich denn dich? Fused Quartz und Solarium. Solarium ist kein Thema und Fused Quartz ist... Ey, wir kriegen Fused Quartz. Hallo? Oh, okay. Ein bisschen Nether-Quartz schmelzen und ein bisschen Nether-Quartz, ja. 12 Nether-Quartz für 3 so Dinger. Das ist gut. 3 so Dinger brauche ich. 12 Nether-Quartz und ein Solarium. Aus Soul, Sand und Sand. Gold. Das ist kein Thema. Das können wir auch im Alloy-Smelter machen. Arc Furnace. Das ist auch so ein cooles Teil. Ah, mal schauen, wo wir das auch bauen. Dann werde ich nämlich mir gleich so eine Blaze noch mit einfangen. Mit dem Dingern kann man Seelen von Mobs fangen und die dann später im Spawner, der natürlich sehr, sehr viel Energie braucht, hier in so einem Powered Spawner, den man auch aus ganz viel fürchterlichem Zeug bauen muss, kann man das dann einsetzen und dann hast du hier einen Spawner, ne? Hier zum Beispiel so, wir müssen den Soulbender, den brauchen wir dann auch noch, müssen wir bauen, der wird auch teuer, können wir aber bauen. 4 verschiedene Köpfe und dann kannst du nämlich diesen Spawner elektrisch betreiben und der spawnt dir dann immer die Viecher, die du gerade brauchst, also pro Spawner 1. Das heißt für jedes Viech, was wir wollen, 1. Das Endermänner können wir uns sparen, da haben wir da draußen was viel cooleres stehen. Eine Blaze wäre ganz nice, da müsste man nicht immer in Nether gehen, wenn man mal ein Blaze Rod braucht, das ist cool. Das werde ich machen. Ich werde mir also Blaze Rods aus dem Nether besorgen und auch gleich so eine Seele von der Blaze. Und dann, ja, für später halt. Das ist schon mal eine Vorbereitung für später, wenn wir auch genug Power haben, so einen Powered Spawner zu betreiben. Genau, so, und jetzt schwätze ich mich komplett fest, ne? Egal, ihr kennt es von mir. So, ich bin dann mal raus für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen gibst. Kommentare lese ich auch immer gerne. Und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.